I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Hallo meine Lieben, ein Video, das auch ganz, ganz oft angefragt wird, ist das Stoffwindel-Video. Generell, was sind Stoffwindeln, was gibt es für Systeme, wie wickelt ihr mit Stoff, warum wickelt ihr mit Stoff, warum wickelt ihr nicht mit Stoff? Man wird ja als YouTuber so ein bisschen beobachtet und vielen ist schon aufgefallen, dass ich auch immer mal wieder auf Wegwerfwindeln zurückgreife. Da kamen ganz viele Fragen auf, generell, was sind Stoffwindeln überhaupt? Ganz viele Schwangere, die sich dafür interessieren, schauen solche Videos gerne. Ich bin keine reine Stoffwindel-Wickelmama. Ich wickel zum Beispiel nachts nicht mit Stoff und ich habe immer wieder Phasen, wo ich Wegwerfwindeln benutze, einfach wenn es dann mal schneller gehen muss oder wenn die Waschmaschine so überfüllt ist von Ferienwohnung oder etc., dass ich es nicht schaffe mit diesem Stoffwindeln waschen. Aber ich liebe Stoffwindeln. Ich bin definitiv ein Riesenfan davon und finde es definitiv viel besser als Wegwerfwindeln. Trotzdem, weil ich YouTuber bin und man mich doch immer wieder erwischt mit Wegwerfwindeln, muss ich natürlich zugeben, dass ich beides benutze. Ihr habt euch dieses Video gewünscht, weil ihr über Stoffwindeln was lernen möchtet oder was sehen möchtet. Oder meine Stoffwindelgang, die mich überprüfen wollen wahrscheinlich, was ich da jetzt so erzähle. Also vorweg, ich bin kein Experte. Ich habe mir das auch selbst beigebracht, das Stoffwindeln wickeln, und habe Riesenunterstützung von stoffiwelt.de. Wenn ihr Stoffwindeln braucht, geht unbedingt zu Stoffiwelt, die liebste, kompetenteste Beratung, die es gibt auf der Welt. So tolle Menschen. Ich kenne die jetzt seit bestimmt über 1,5 Jahren und es sind so tolle Menschen. Ihr Lieben, ich erkläre euch jetzt oder zeige euch jetzt, was es für Systeme gibt. Was besser ist und was schlechter ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich habe mittlerweile, glaube ich, alle Systeme durch, die es gibt und kann deswegen einfach so ein bisschen zeigen, was gibt es und was mache ich. Bitte nagelt mich nicht fest auf Begriffe. Es könnte gut sein, ich erzähle euch nachher irgendeinen Quatsch, also von den Namen her. Bei den Stoffwindeln sagt man das immer auf Englisch. Also zum Beispiel, das ist eine Prefold, das ist einfach eine Mullwindel, die mehrere Male zusammengenäht wurde und deswegen heißt das Prefold. Aber die Ausdrücke sind auch ganz egal. Ich möchte euch jetzt die Systeme vorstellen und das erste System, mit dem auch ich angefangen habe, war das Überhosensystem. Das ist eine Überhose. Also erstmal, wenn ihr komplett neu in diesem Thema seid, wenn man hört, es wickelt jemand mit Stoff, so ging es mir auf jeden Fall, dann dachte ich gleich an dieses von früher Mullwindeln und um das Kind rumbinden und so voll kompliziert, was heutzutage mit Stoffwindeln möglich ist, das glaubt ihr gar nicht. Und das war so auch mein erster Schockmoment, aber positiver Schockmoment, was es alles auf dem Markt gibt und wie leicht es einem gemacht wird, mit Stoff zu wickeln. Natürlich, die Vorteile brauche ich euch nicht erzählen. Man hat natürlich keinen Müll, man kann alles wieder waschen und es ist eigentlich super einfach. Ich zeige euch das erste System. Das erste System ist das Überhosensystem. Ihr habt eine Überhose, die ist jetzt von Blueberry. Da habe ich übrigens einige davon, weil dass meine Lieblingsüberhosen waren, bis noch eine andere Marke dazu kam, aber definitiv sind sie immer noch eine meiner Lieblingsmarken. Blueberry Capri. Capri sind die Überhosen und was da ganz toll ist, ist, dass die am Bein so doppelt verstärkt sind, also ist nochmal ein Auslaufschutz, wenn Kaka oder Pipi drin ist, dass das eben auch drin bleibt. Überhosen, die befüllt man. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Dinge, die man reinlegen kann, die eben saugfähig sind, die das Pipi aufsaugen, dann macht man noch was oben drüber, dass aber der Popo trocken bleibt, das zeige ich euch jetzt gleich alles. Das Überhosensystem fand ich einfach genial, weil man braucht am Anfang nicht so viel. Also gerade wenn man sich Stoffwindeln anschafft, dann denkt man, puh, ist schon ein ganzer Batzen voll Geld. Aber wenn ihr ausrechnet, wie viele Wegwerfwindeln ihr kaufen würdet, bis euer Kind trocken ist, dann ist das Stoffwindelwickeln definitiv günstiger. Ihr könnt alles wiederverwenden, ihr könnt alles
waschen und ihr könnt es auch wieder verkaufen. Also Stoffwindeln, die werden sogar gebraucht, super hoch gehandelt. Und ihr bekommt natürlich auch gebrauchte Stoffwindeln. Ich wollte alle neu haben, weil ich die auch an vielen Kindern haben möchte und dann auch irgendwann wieder verkaufen kann. So die Prefolds und so, ob die so lange mitmachen, weiß ich nicht, weil die Verfärbungen schon drin bleiben irgendwann. Aber Überhosen und so, das ist wirklich eine Investition, die ihr später wieder zurückkriegen könnt. Also die kann man super gut wiederverkaufen. Nur so viel dazu. Ihr habt diese Überhose und dann gibt es Überhosen mit Klettverschluss, die man dann einfach so klettet. Ich bin Fan von beidem, ehrlich gesagt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wüsste ich gar nicht, was ich nehmen würde. Klett geht schneller zum Anziehen. Das ist vielleicht besser, wenn die Kinder dann sich viel drehen und nicht mehr so lange liegen. Aber die Snaps, die haben auch riesen Vorteile, weil die natürlich viel länger schön bleiben. Klett, der ist irgendwann nicht mehr so schön. Die Snaps, so heißen die Knöpfe, die sind verstellbar. Ihr habt verschiedene Größen bei Stoffwindeln, eigentlich nur zwei Größen. Einmal ist es die Newborn-Größe, weil das kleine Baby eben noch extrem kleine Stoffwindeln braucht. Und dann aber ab einer gewissen Kilozahl gibt es dann die zweite Größe und die ist dann bis zum Trockenwerden. Also ihr braucht, ich habe Liana erst mit der zweiten Größe gewickelt. Am Anfang habe ich Wegwerfwindeln genommen, weil ich da die Stoffwindeln noch gar nicht kannte. Also Newborn habe ich noch nicht, aber ab der größeren Größe habt ihr dann bis zum Trockenwerden immer die gleichen Windeln. Also ihr spart wahnsinnig. Die Snaps, diese Druckknöpfe, könnt ihr in der Höhe verstellen und könnt ihr so rum verstellen. Die Überhose wächst mit. Und da können jetzt ganz, ganz viele verschiedene Dinge reingelegt werden. Und da hängt so ein bisschen das Ausprobieren an, weil es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Und das ist alles, also ich habe ja mittlerweile auch ganz viele Stoffwindelmamis, mit denen ich mich austausche. Und die sagen dann halt auch immer, ah, oh, mir gefällt die Prefold besser. Und die andere sagt, nee, die ist voll doof, ich finde die besser. Oder die Passform von der Überhose passt meinem Kind nicht. Also das ist alles so ein bisschen ein Ausprobieren. Ihr könnt bei stoffiwelt.de ganz, ganz tolle Pakete, so Testpakete auch kaufen, wo dann von verschiedenen Marken verschiedene Dinge drin sind. Oder ihr könnt selbst zusammenstellen und einfach ein paar Überhosen oder andere Systeme, die ich euch gleich noch zeige, zusammenstellen. Also da seid ihr wirklich super bedient bei Stoffiwelt und wie gesagt, die sind ganz toll in der Beratung. Ich werde übrigens nicht bezahlt, dass ich Stoffiwelt erwähne, das will ich nur kurz sagen. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich liebe Stoffiwelt.de, weil die Menschen, die da hinten dran stehen, sich so viel Zeit nehmen für einen und ich kann da jederzeit anrufen bei Fragen. Ich kann, ja, ich habe die schon zu Tode genervt, sagen wir es mal so, und die sind super, super lieb. So. Die günstigste Variante, ich glaube es ist die günstigste Variante, ist diese Prefold von Avo und Kado, die auch super ist. Also die ist nicht nur die günstigste, sondern das ist auch eine mit der besten, finde ich. Es gibt welche, die sind saugfähiger, aber Avo und Kado hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist diese Prefold, wie man die nennt, also da sind ganz viele Mullwindeln, nennt man das Mullwindeln, also diese Spucktücher, übereinander genäht und in der Mitte sind noch mal mehr wie an der Seite, weil die faltet man und legt sie dann so in die Überhose. Und das ist super, super saugfähig und da wird das Pipi einfach drin gespeichert. Je nachdem, wie groß euer Kind ist, am Anfang habe ich die sogar gefaltet, so dass ich sie Liana praktisch als Höschen anziehen kann. Und dann gibt es so ein Snappy, wo man den dann festmachen kann und wo diese Prefold dann wirklich komplett ums Baby rumgewickelt ist. Das ist beim Muttermilchstuhl ganz gut, weil der ja ziemlich flüssig ist. Also das zweite Kaka nach dem schwarzen Kaka kommt das flüssige Kaka, das Muttermilchkaka. Und das ist sehr, sehr flüssig und deshalb habe ich bei Liana das dann gerne wirklich so als Höschen gewickelt und dann kann man das mit dem Snappy so zusammen machen. Das war für die Anfangszeit super gut. Irgendwann habe ich es dann aber nur noch gefaltet und beim Falten gibt es auch mehrere Techniken. Bei Mädchen faltet man auch gerne andersrum, dass praktisch noch mehr Dicke in der Mitte ist. Bei den Jungs macht man das nicht, weil die machen gerne Pipi auch eher nach oben oder nach unten. Ich habe aber bei der Liana auch nie diese Mädchenvariante gewählt. Ich habe es immer so gemacht und es hat super gut geholfen.
Dann muss man halt gucken, wie viel Pipi macht das Kind, wie lange wickel ich nicht. Also ich habe am Anfang habe ich bestimmt jede 2 Stunden die Pre-Falls gewechselt. Einfach A, weil ich nicht sicher war, wie viel ist da jetzt drin und B, weil ich natürlich nicht wollte, dass sie lange in einer nassen Windel ist. Aber dass ihr Popo nicht nass wird, gibt es natürlich, oder ihr alles unten nicht nass wird, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Man kann, das ist auch wieder ein englisches Wort, die boosten, also die Stoffwindeln noch saugfähiger machen, und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es sowas, das ist aus Bambus, das ist auch super saugfähig. Das könnte man jetzt noch oben drüber legen, und dass dann der Popo trocken bleibt, nimmt man noch ein Vlies. Und das gibt es auch von ganz, ganz vielen verschiedenen Firmen, und da könnt ihr dann auch einfach euch durchprobieren und schauen. Also meine Favoriten, meine Tipps, das, was ich liebe, werde ich alles unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt und euch so ein bisschen durchprobieren wollt, könnt ihr ja vielleicht meine Empfehlungen, vielleicht passen die auf euch auch, ausprobieren. Das ist so ein Vlies, das weiterleitet. Also das ist nicht saugfähig, sondern das leitet einfach das Pipi in die unteren Schichten und hält dann alles trocken. Und das wäre jetzt eine Variante, wie ich jetzt meine Überhose befüllen würde. Das Gute an der Überhose ist, wenn die Kleine oder der Kleine jetzt Pipi oder Kaka gemacht haben. Ah, Kaka, ganz wichtig, das ist eine ganz wichtige Frage, die ganz viele natürlich interessiert. Wie ist das mit dem Kaka? Das ist ein Kaka-Vlies. Das ist ein ganz, ganz dünnes Vlies. Ich habe das von, ich glaube, Little Lamb ist mein Kaka-Vlies, weil das ist ganz, ganz dünn. Und wenn sie jetzt Kaka gemacht hat, dann kann ich dieses Vlies einfach nehmen und in die Toilette schmeißen oder das Kaka in die Toilette plumpsen lassen und das wieder waschen. Das entscheide ich immer, welche Konsistenz das Kaka hatte. Wenn es sehr flüssig war, dann mache ich es meistens zusammen mit dem in die Toilette. Wenn das reinplumpst und das nicht so dreckig ist, dann wasche ich das auch. Mit dem Waschen Muttermilchstuhl kann man, also wenn das Kind noch nicht andere Nahrung isst, kann man dieses Kaka komplett in der Waschmaschine waschen, weil sich das auflöst. Wenn dann normale Nahrung dazu kommt, dann muss man es wirklich entsorgen. Geht aber mit diesem Vlies super einfach. Also, das kommt obendrauf als Kaka-Auffangstation. Da kommt das Kaka rein und dann nimmt man das einfach so und macht es in die Toilette. Also das ist super wichtig. Man weiß ja irgendwann ungefähr, wann das Baby Kaka macht. Dann kann man das natürlich auch weglassen, wenn es gerade Kaka gemacht hat zum Beispiel. Und ihr macht eine neue Windel dran, dann ist meistens die Chance ja gering, dass gleich wieder ein Kaka kommt. Also wenn das nicht drin ist, ist es auch nicht schlimm, ne? Man kann alles waschen. Aber das ist ein Kaka-Vlies, was ich immer benutze. Lage ist auch super wichtig, weil mit dieser Lage, die der Popo trocken bleibt. Lasst euch jetzt von der Farbe nicht verwirren, das ist jetzt einfach nur ein gelbes. Das zum Beispiel ist genau das gleiche, nur von einer anderen Firma. Das ist auch so ein Vlies, das einfach den Popo trocken hält, nicht saugt, aber weiterleitet. Und dann gibt es ganz, ganz verschiedene Pre-Falls. Zum Beispiel meine absolute Favoriten-Pre-Fall, die ist aber auch relativ teuer im Vergleich jetzt zu der Avocado. Die ist von Thirsties und das ist so ein Schlauch. Der trocknet wahnsinnig langsam. Also auf der Wäscheleine ist der immer der Letzte, der runterkommt, aber deshalb saugt er auch wie verrückt. Der saugt halt natürlich auch in der Waschmaschine das ganze Wasser auf. Und deshalb dauert es ein bisschen länger, bis der trocken ist. Aber gleichzeitig saugt er natürlich auch das Pipi auf wie ja, ein Schwamm. Also der ist richtig gut, dieser Schlauch von Thirsties. Ist jetzt das gleiche wie diese Prefold von Avocado. Also wenn ihr die benutzen würdet, dann würdet ihr die jetzt nicht benutzen. Dann würdet ihr hier, wenn ihr möchtet, das noch boosten. Also wenn ihr mehrere Stunden überbrücken möchtet, dann würdet ihr jetzt zum Beispiel noch eine Einlage drüber machen. Ob die jetzt aus Hanf oder Baumwolle oder sonst was ist, ist egal. Da gibt es auch viele, viele verschiedene. Da probiert man sich einfach aus, weil auch jedes Kind unterschiedlich viel Pipi und Kaka macht, und deshalb habe ich mich da so ein bisschen ausprobiert, und meine optimale Füllung ist jetzt immer Prefold. Dann, wenn ich länger nicht wickel, kommt noch sowas drum. Wenn nicht, nehme ich einfach nur eine Prefold und ein Vlies, dass der Popo trocken bleibt, und ein Kaka-Vlies. Das ist so meine normale Füllung. Wenn ich jetzt aber weiß, ich wickel 3, 4 Stunden nicht, dann mache ich eben noch sowas dazu. Dann
gibt es noch verschiedene, die zum Beispiel Muxut fand ich überhaupt nicht gut. Bei uns, also ich weiß nicht warum, ob die einfach zu dünn ist oder ob ich die hätte besser boosten sollen, aber die kann ich nicht allein als Pre-Fold benutzen, weil ich dann noch viel, viel boosten muss. Und ich habe es natürlich gern, wenn wenig in der Windel ist, weil Stoffwindelpopos sehen an sich schon größer und dann versucht man natürlich, dass der nicht noch größer wird und dass man den nicht so füllt oder boostet. Das war jetzt mal mein Überhosensystem, kurz und knackig. War das kurz und knackig? Nee, überhaupt nicht. Lang erklärt. Ich würde euch einfach schnell erklären, was Überhosen sind. Aber ihr seht, bei mir klappt schnell irgendwie nie. Ich rede zu viel. Ich fülle meine Überhosen immer, wenn alles aus der Wäsche kommt. Dann habe ich sie nämlich einfach vorbereitet und greife dann immer die nächste. Das ist das Einzige, was man bei Überhosen machen muss. Man muss sie immer befüllen. Vorteil: man braucht nicht viele von den Überhosen, weil man immer wieder neu befüllen kann. Also am Anfang hatte ich, glaube ich, 5 Überhosen oder 6, 20 Pre-Falls und vielleicht 5, 6 Dinge zum Boosten und Vlies zum Popo trocken halten. Und dieses Kaka-Vlies, das kommt sowieso auf Rollen. Davon habt ihr dann auch genug. Damit habe ich angefangen und bin monatelang sehr gut damit gefahren. Wenn man sich die gleich vorbereitet, dann ist es eigentlich auch das Wickeln eine richtig schnelle Sache. Aber irgendwann wurde ich dann bequemer. Am Anfang ist man so total in diesem Thema und yeah, und ich booste jetzt und ich richte jetzt meine Überhose. Und irgendwann denkt man so, oh nee, jetzt muss ich die wieder befüllen, bevor ich wickeln kann. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte andere Systeme, die schneller gehen. Und da kam dann ein System, das ein bisschen schneller geht, und das ist das, die Pocket Windel, weil die Pocket Windel, die hat schon hier was drin, nämlich eine Tasche, Pocket, und in diese Tasche kann man jetzt einfach Einlagen reinschieben. Das hier oben ist praktisch das, was dann am Popo dran ist. An der Pocket Windel ist natürlich der Riesenvorteil, dass nichts verrutscht. Hatte ich aber bei jetzt Blueberry Capri Überhosen auch überhaupt nicht, dass was verrutscht ist. Aber die Pocket Windel ist halt nochmal so ein bisschen schneller befüllt oder angenehmer im Sitz. Da habe ich von Melovia welche und Melovia ist eine meiner Lieblings, sind jetzt Pocket Windeln oder Überhosen, Lieblingsmarke, weil die so weich sind, so wunderschöne Designs haben und ja, einfach ganz, ganz toll an Lianas Popo sitzen. Pocketwindeln, wie gesagt, das ist jetzt wieder eine Überhose, aber auch von Melovia, super, super weich. Eine ganz tolle Marke. Und das sind eben diese Pocketwindeln, wo man eine Tasche hat und wo man Einlagen reinschiebt. Da sind jetzt auch bei Melovia schon Einlagen dabei. Da sind auch so ganz kuschelweiche Einlagen. Da waren jetzt 2 dabei, 2 übereinander und die kommen dann eben in diese Pocketwindel rein. Und dann hat man aber hier so eine ganz weiche Oberfläche. Pocketwindeln gehen ein bisschen schneller, haben den Vorteil, dass es ja eher sitzt oder eher, also nicht die Gefahr, dass es verrutscht, nicht so groß ist. Ansonsten muss man sie aber auch befüllen und der Nachteil ist bei Pocketwindeln, man muss die dann sofort waschen. Also die kann man nicht zweimal benutzen, weil man natürlich obendrauf, logisch auf dieser Oberfläche, dann natürlich auch das Pipi oder das Kaka hat. Deshalb kann man die nur einmal benutzen, das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil. Und dann, ihr Lieben, kommen wir zur besten Variante. Auf jeden Fall momentan für mich. Kleine Maus dreht sich. Die beste Möglichkeit oder die beste Variante, die bequemste Variante, sind dann All-in-Ones. Alles in einem. Und das, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt gleich verschiedene Marken. Hier zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsmarken, das ist Smart Bottoms. Die sitzt bei uns fantastisch. Und eine All-in-One bedeutet, dass einfach alles schon drin ist. Das ist Luxus. Die sind natürlich auch ein bisschen teurer, aber, und man kann sie nur einmal benutzen, weil wenn sie voll sind, sind sie voll. Aber das ist die einfachste Windel, die es gibt für, wie soll ich sagen, nicht so Stoffwindel-Fans oder, ja, also
wenn man als Mama sich für Stoffwindeln entscheidet, dann ist man ja voll in dem Thema drin. Man ist begeistert davon, man liebt die Designs, man kriegt so eine leichte Sammelsucht und man möchte einfach mit Stoffwindeln wickeln. Die Papas oder die Kindergärtnerin oder die Omas sind aber nicht so in dem Thema drin und die brauchen dann eine Lösung, die schnell und gut ist. Und das ist definitiv die beste Lösung. Die All-in-One, weil das ist wie eine Wegwerfwindel, ihr habt schon alles drin, hier habt ihr so eine lange Zunge, ich nehme mal eine andere, weil die ist jetzt schon so ein bisschen verfärbt oder interessiert euch das? Also so Verfärbung kriegt man gut mit der Sonne raus, wenn man sie in die Sonne legt. Heute war keine Sonne da. So ihr Lieben, es ist gerade Liana aufgewacht und ich habe sie in den Schlaf wieder gestillt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Also ich glaube, ich war bei All-in-Ones. Da gibt es verschiedene Marken. Smart Bottoms ist für uns eine ganz tolle Marke, die super sitzt an Lianas Po, die auch super, super, super süße Designs hat. Das ist natürlich auch das Tolle an Stoffwindeln, wenn es so aussieht, in der Wickelkommode. Das ist auch eine, die ich super gerne habe. Die heißt, glaube ich, Bum Genius. Genau, von Bum Genius. Das ist auch eine All-in-One, die schon fertig ist. Man kann natürlich auch All-in-Ones boosten. Also bei uns reicht das immer für 2-3 Stunden, manchmal auch 3-4, je nachdem wie viel sie pinkelt, kann man die natürlich auch boosten. Also ihr könnt natürlich hier jetzt auch noch ein Vlies oder eine Hanfeinlage oder eine Baumwolleinlage reinlegen, ne? Also auch die kann man natürlich noch länger, für längere Zeit saugfähiger machen. Aber bei den All-in-Ones mache ich das eigentlich nie, weil das halt so super einfach und schnell geht. Die kann man nur einmal benutzen, und dann werden sie wieder gewaschen, dann kann man sie wieder benutzen. Aber man kann sie jetzt nicht wie die Überhosen immer wieder neu befüllen. Aber ich bin der Riesenfan von All-in-Ones, einfach weil es am schnellsten geht. Und weil man, wenn man am Anfang in diesem Stoffwindelthema ist, hat man super viel Spaß daran, die zu befüllen und wieder neu zu füllen und neu zu boosten und so. Und mittlerweile bin ich aber so, gib mir die am schnellsten geht. Und das sind definitiv die All-in-Ones und deswegen bin ich verliebt in die All-in-Ones. Ich habe von Bum Genius eine, dann die finde ich auch richtig gut. Ich muss immer wieder die Marken nachschauen, ihr Lieben, weil ich die nicht im Kopf habe. Simplex Organic, ist auch Blueberry. Auch Blueberry Diapers, die ist auch schon befüllt, die ist super kuschelig. Da ist jetzt die Zunge hinten dran, also die ist so vernäht, dass man sie hinten reinschiebt. Die ist auch richtig toll und das da ist eine mit Klett, also wie gesagt, ne, Klett gibt es auch. Die ist natürlich super fest am Popo und schnell angezogen, schneller wie das mit den Snaps, also mit den Knöpfen, aber das hat man auch dann ganz schnell drin, die Einstellung, die ist ja immer für mehrere Monate oder sogar für lange Zeit ist die Einstellung an den Popos meistens gleich. Die finde ich auch super kuschelig und super toll. Von Totspots ist das jetzt eine All-in-One, ganz, ganz kuschelig und eben auch wieder mit dieser Zunge, die man reinklappt und dann das einfach anzieht mit Klettverschluss an den Popo. Ich versuche euch alle, die ich habe, zu verlinken in der Infobox, also guckt da gerne rein. Und dann habe ich noch zwei ganz besondere bekommen. Und zwar habe ich die genäht bekommen. Und die habe ich auch richtig lieben gelernt. Das ist auch eine, wo so ein ganz tolles, saugfähiges Material drin ist. Das ist wieder so ein Handtuchmaterial. Und innen drin hat sie aber auch noch Füllstoff reingemacht. Also das ist eigentlich auch eine All-in-One. Ich lege da auch noch ein Trockenvlies drüber und ein Kakavlies. Aber ansonsten ist das auch wirklich ein Favorit geworden. Das ist auch eine Überhose, die ein ganz, ganz weiches und wunderschönes Material und Design hat. Auch die hat unsere Stoffwindelsammlung vergrößert und verbessert. Auch ganz toll. Ihr Lieben, dann kommen wir zu meinem Hassthema. Ich zeige euch nachher nochmal im Schnelldurchlauf. Ich rede schon wieder viel zu lang. Unsere Stoffwindeln, oder vielleicht mache ich das auch in einem Extra-Video, was ich alles habe. Was noch ganz, ganz wichtig ist für den Anfang, weil ich ja jetzt gerade versuche, euch so alle Systeme im Schnelldurchlauf oder auch im Langsamdurchlauf zeige. Natürlich kommen Nachtwindeln dazu und das ist wirklich mein Hassthema geworden, weil wir nachts mit Wegwerfwindeln wickeln, weil ich alles ausprobiert habe und vieles ausgelaufen ist. Und ich aber auch bei der Nachtwindel dann einfach immer das Gefühl hatte, das ist so ein Riesenpaket. Mein Papa ist Physiotherapeut und ich habe ihn ganz am Anfang, habe ich ihm Fotos geschickt, wie mein Baby da liegt und ob das nicht schlecht ist, weil das einfach so riesig aussah. Aber mein Papa hat gesagt, also
Das ist gar kein Problem jetzt für den Körper oder so des Kindes. Das ist halt einfach ein dickes Windelpaket. Aber irgendwie war ich mit der Nachtwindel von Anfang an auf Kriegsfuß, obwohl die so toll sind. Das ist von Petit Loulou die weichesten Nachtwindeln, Stoffwindeln, die es, glaube ich, gibt. Die sind alle, also diese komplette Windel ist Saugmaterial und um die drum muss dann noch eine Überhose oder, was ich euch mehr empfehlen kann, diese Schlupfüberhosen. Weil wenn ihr das nachts drüber habt, dann läuft sie nicht aus, weil das auch alles dieses wasserabweisende, wasserabperlende Material hat. Nur diese Bündchen, die haben Vlies und da ist es mir halt auch schon passiert, dass es hier so ein bisschen nass war. Und ja, ich hatte bei Nachtwindeln einfach noch nie so das relaxte Gefühl, dass es gut ist. Aber ganz viele Stoffwindelmamas widersprechen mir da und sagen, sie haben super Nachtwindeln und sie haben super Erfahrungen mit nachts. Aber ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich bleibe bei den Wegwerfwindeln. Auch wenn mich das immer noch ein bisschen fuchst, dass ich das nicht geschafft habe. Und ich habe wahnsinnig viele Tipps bekommen und es gibt ganz tolle verschiedene Nachtwindeln und es gibt, viele machen auch das mit Wolle und fetten die Wolle dann ein. Aber irgendwie, also bei Liana wird es nichts mehr mit nachts wickeln. Ich hoffe, ich kriege sie bald trocken, deshalb wird es dann beim nächsten Kind wieder ausgetestet. Deswegen habe ich auch von Nachtwindeln nicht so viel. Da habe ich zwei von Totspots. Sind alles super Windeln, aber also das Problem bin eher ich, nicht die Windeln. Ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich mache das nachts nicht. Totspots zwei Nachtwindeln, Petit Loulou zwei Nachtwindeln und die Petit Loulou Schlupfüberhose. Die mit der war ich wirklich dann zufrieden, aber nehmt mich da nicht als Vorbild. Also man kann sehr gut nachts mit Stoffwindeln wickeln. Ich bin da nur, ja. Fragt mich nicht, es nervt mich selber, irgendwie eigen in diesem Nachtthema. Was natürlich auch nicht fehlen darf, das Allerwichtigste, was auch noch sein muss bei Stoffwindeln, sind natürlich Wetbags, also die Nasstaschen. Und da gibt es verschiedene. Das ist unsere große Nasstasche, in denen ich alle Stoffwindeln sammle, die wir zum Wickeln nehmen. Das ist eine luftdichte, wasserabweisende Tasche. Die ist jetzt von Smart Bottoms. Die hat so eine ovale Form. Die finde ich super, super praktisch. Ist meine Lieblings-Wetbag. Da kommen alle Windeln rein. Und ich wasche so jede 3 Tage, manchmal auch 4 Tage, je nachdem, wie lang mir die Windeln reichen oder wie lang der Wetbag voll ist. Und dann könnt ihr den kompletten Wetbag, ich mache ihn dann einfach einmal auf. Und steck ihn so in die Waschmaschine, weil dann während dem Waschgang alles rauspurzelt und alles gewaschen wird. Waschen werden können alle Stoffwindeln zusammen. Also ich wasche immer alle zusammen. Bei mir war noch nie irgendwie ein Problem. Waschmittel, wie ihr sie wascht, was ihr am besten benutzt, das schaut bitte unbedingt, wenn ihr bei Stoffi Welt bestellt, dann bekommt ihr ganz viele Infos mit und auch ganz toll und ausführliche Erklärungsbögen, wie man das wascht und was man am besten benutzt. Da habe ich mich auch so ein bisschen ausgetestet. Ich nehme jetzt, oh Gott, wie heißt mein Waschmittel? Aus dem Bioladen irgendeins. Und ja, also ist aber auch nichts Kompliziertes. Und wie gesagt, man kann, wenn man nicht viele Wäsche hat, also wenn man normal viele Wäsche hat, wie jeder Mensch, nicht noch 2 Ferienwohnungen mitwaschen muss, dann kann man einfach das jede 3, 4 Tage machen und dann ist das erledigt. Ihr spart wahnsinnig viel Geld, weil ihr nicht immer wieder Wegwerfwindeln kaufen müsst. Und das Waschen, das ist wirklich keine große Sache. Wie man am Anfang Stoffwindeln wäscht, weil bis sie ihre Saugfähigkeit erreicht haben, muss man sie 6 bis 8 Mal waschen. Dazu habe ich schon Videos gemacht. Ich versuche die mal hier oben zu verlinken. Zum Waschen habe ich schon vor einem Jahr, 1,5 Videos gemacht. Wetbag, absoluter Favorit, diese ovale Form von Smart Bottoms von Planet Wise. Eine große Nasstasche, die ich auch manchmal, wenn die voll ist, mitbenutze oder im Wechsel benutze. Die hatte ich zuerst. Und das ist meine Nasstasche für unterwegs, weil natürlich kann man auch unterwegs wickeln und wechseln und dann kommt einfach die volle hier rein und dann ist die super gut verschlossen und das nehme ich dann mit nach Hause und zu Hause wird es dann umgefüllt in die Smart Bottoms Nasstasche oder gleich in die Wäsche. Ihr Lieben,
Das waren mal die Systeme und die Stoffwindeln, die ich euch erklären wollte und versucht habe zu erklären. Ich hoffe, das hat einigermaßen geklappt. Ich möchte immer wieder dazu sagen, das ist alles nur meine Erfahrung oder meine Favoriten. Es gibt Menschen, die wahnsinnig in diesem Stoffwindelthema drin sind und die bestimmt viel, viel mehr wissen. Trotzdem habe ich gedacht, wenn ihr euch das wünscht und wenn ihr Stoffwindeln gerne habt, dann freut euch bestimmt auch so ein Video von mir, die jetzt nicht so wahnsinnig 1000% alles weiß. Aber ich liebe Stoffwindeln und ich kann es jedem empfehlen. Selbst wenn ihr so wie ich das macht, dass ihr beides benutzt oder manchmal phasenweise auch wieder auf Wegwerfwindeln zurückgreift, was natürlich nicht optimal ist. Toll wäre es, wenn man immer nur mit Stoffwindeln wickelt und viele machen das und die bewundere ich sehr. Ich muss mich da verbessern. Ich weiß, ich kann euch gar nicht so richtig sagen, was der Grund ist, dass ich manchmal einfach wieder Phasen habe, wo ich es nicht mache. Aber ich liebe sie und ich kann es sehr gut weiterempfehlen, weil es einfach was ganz Tolles ist, mit Stoff zu wickeln. Man hat ein viel besseres Gefühl, nicht nur der Umwelt gegenüber, sondern auch seinem Kind gegenüber. Was da am Popo dran ist, ist einfach viel, viel besser und gesünder. Und deshalb, ja, ist das ein ganz, ganz tolles Thema, das ich sehr, sehr gerne rausschreie in die Welt und verbreiten möchte. Aber wenn ihr euch für dieses Thema richtig interessiert und noch mehr Profi-Meinungen wissen möchtet, dann geht unbedingt auf stoffiwelt.de, ruft die an, schreibt denen eine Mail, die sind ganz, ganz toll. Ihr Lieben, ich versuche alles unten in der Infobox zu verlinken. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, was ich alles habe. Das sind die ganzen Überhosen, die ich habe. Das ist eine Flip-Überhose, die ich jetzt nicht so toll finde. Das liegt an der Passform. Das kann bei euch wieder ganz anders sein. Das ist alles Blueberry. Das ist Melobia. Und das ist auch Blueberry Capri. Das sind die Überhosen, die ich besitze, die ich eben befülle. Sehr gutes System, mag ich sehr, sehr gerne und benutze ich nach wie vor. Das Befüllen liegt jetzt alles hier unten, da habe ich jetzt nur mal so ein bisschen was da. Da habe ich noch viel, viel mehr Füllmaterial, das ist jetzt aber in der Wickelkommode. Hier ist zum Beispiel sowas zum Boosten, das ist jetzt aus Hanf, so eine Einlage. Das ist für die Pocketwindeln von Melovia. Das sind eben auch so Baumwoll-saugfähige Zungen, die dann das alles speichern. Das ist die günstigste Variante, glaube ich. Das ist Avo und Cardo, das sind diese Pre-Folds, aber sehr, sehr gut. Das ist von Melovia auch zum Boosten, das ist so ein Handtuch. Also sieht aus wie ein Handtuch, ist auch nochmal saugfähiges Material. Das ist Muxut, fand ich jetzt nicht so gut. Das ist die Thirsties, die super saugfähig ist. Das ist eine Flip, die ist auch sehr, sehr gut. Ist auch eine Pre-Fold, die man eben, oh, Verfärbung, die man gut falten kann. Und ja, die auch sehr, sehr gut ist. Das sind diese Fleece-Auflagen, wo den Popo trocken halten. Gibt es auch verschiedene. Das ist so ein Kuschelfleece. Die bunten sind auch sehr, sehr gut. Und das ist so ein weißes. Und das ist die Rolle Kaka-Fleece. Das ist das, was wieder aus der Waschmaschine kam, wo ich auch immer wieder benutze. Das sind die Pocket-Windeln von Melovia. Davon habe ich zwei. Meine Schätze von Smart Bottoms. Das sind die All-in-Ones, die ich wirklich sehr, sehr liebe und jedem empfehlen kann. Das sind drei verschiedene, die ich aber auch echt gut finde. Die da ist von Blueberry Diapers, Simplex Organic. Das ist auch eine ganz tolle, die ist von Totspots, glaube ich. Genau, von Totspots. Auch eine All-in-One. Und das ist von Bump Genius, die ist auch sehr cool, auch schon fertig befüllt. Das sind meine zwei selbstgenähten von einem ganz lieben Instagram-Shop. Und das sind meine Nachtwindeln, die habe ich euch gerade gezeigt. Die sind leider nicht mehr in Benutzung. Zwei von Totspots, zwei von Petite Lulu und die Schlupfhose von Petite Lulu. Und das sind meine drei Wetbags. Danke fürs Zuschauen und bis ganz, ganz bald. I just want you, I just need you, I don't know what it is.